Payment alle 2-3 Tage. Ja, macht das alle 2-3 Tage, aber das soll halt gar nicht unsere Sache sein. Was unsere Sache heute ist, ist uns ums ME zu kümmern. Also Dense Cable herzustellen, den Controller habe ich schon ein bisschen erhöht. Die Crafting Units aufzubauen. Und so alles, was sie noch machen müssen, ist da alles drinne. 55.000 ist natürlich heftig. Der da oben wackelt, ne? Das heißt, da ist irgendwie so ein Type mit, keine Ahnung, mit ein paar drin. Hier sind immer irgendwo ein weniger. Sicher, ich brauche noch ein, zwei Dinger, damit ich halt das vollen füllen kann. Dann kommt der Cobblestone raus und geht wieder halt sofort weg. Das liegt daran, da wir Cobblestone direkt in die Deep Storage Unit reinpacken. Das heißt, wir kümmern uns um das automatische Festplattensystem, habe ich vor. ME steht an. Und Kleinzeug müssen. Erstmal muss er trinken. Schau mal in unsere Kisten hier. Was hier noch? Projekt Reaktor kann weg. Projekt Festplatten können vorangehen. Das sieht nicht nach einer dicken Herausforderung. Produktion Strom. Ist auch eine gute Sache. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier. Für Lapis haben wir 11k. Okay. Jetzt mal so. Ein bisschen produzieren. Dass ich mich mal ein bisschen da eingehen kann. Stil könnte jetzt natürlich knapp werden. Obwohl, da haben wir noch. Bisschen, da könnte ich aber unten was reinschmeißen, das ist klar. So. Dann haben wir noch Iron. Also rechts geht das Menü jetzt mit, das liegt daran, da ich das hier mit verbunden habe. Damit ich direkt die Rezepte immer direkt raussuche, beziehungsweise die Items, die ich brauche. Komm, machen wir mal eine Ahnung. Ja, die 15.000 reicht, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel wir noch haben hier. Ja, ein bisschen haben wir noch. Da haben wir ein paar Nuggets. So, jetzt haben wir noch LED brauchen wir noch. Da habe ich immer wenig von, da haben wir aber auch noch genug Material vorhanden. Also 13.000 sind wir noch locker dran. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen verbrauche, wird mich das ME jetzt nicht böse nehmen. Haben wir auch noch keine Ahnung. Weil ein paar Solarpanel wären schon schön. Ein paar Generatoren oben wären auch noch schön. Da muss ich halt immer gucken, was wir brauchen. Glas natürlich. Glaspanel haben wir noch. Aber wenn ich ein bisschen Glas herstelle. Oh, das könnte jetzt gleich buggen oder nicht? Ah, das dauert etwas. Stellen wir mal normales Glas her und jetzt machen wir hier noch. Also ich würde das nach später natürlich automatisieren. Ich mache das jetzt gerade hier nur per Hand. Da muss ich mich aber reinfuchsen, wie das genau funktioniert. Es gibt dann halt Crafting Units, die dann Einheiten verbrauchen, wie viel die machen können. Kanäle müssen wir erschaffen und sowas. Und da bin ich noch nicht in diesem ME eingefuchst. Redstone 34.000, das ist... Genial, Glowstone 8000, das haben wir durch die Wolken bekommen. Was wir viel haben, ist Boostwood. Das Boostwood ist natürlich viel, aber ist noch viel, viel. 88.000, 19k davon, die verschwinden ja mittlerweile. Die landen ja bei mir, da ich das eingestellt habe, an dem ME. Oh, das kann doch sein, dass hier ME landen. Sapling, das sind auch 8000, das ist natürlich enorm. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Sache. Das heißt, uns fehlen die Dinger. So. Das heißt, wir brauchen die. Wir haben eins. Das wäre ein. Ah, das ist schon eine. Jetzt haben wir keine mehr davon. Fehlen tut immer irgendwas. Zwei. Drei. Müssen wir wieder hier ein paar davon herstellen. 23. Dann machen wir hier wieder hier von welche. Dann haben wir drei hier. Also ich würde schon auf gerne so ein
Ultimate kommen, wenn man das sieht. In Generation 32.000, das ist enorm. Die machen jetzt 64, klar. Steigert sich immer pro Ding. Die wollte ich jetzt gerne noch da hinten anschließen, damit das ein bisschen schneller läuft. Und später dann aufs Haus bauen, aber wie das Haus noch baue, keine Ahnung. Habe ich auch gefragt, wie willst du das Haus bauen? Ich wollte eigentlich noch ein paar Turbinen bauen. Aufs Dach. Rein technisch und vom Gebäude her wäre es ein bisschen heftig, muss ich sagen. Aber sonst ist das machbar. Ich habe da ja kein Bedenken mit. Extract. FPS ist gut. Hier können wir mal gucken. Ah, 11 FPS ist auf dieser Stelle sehr heftig. Ich nehme ja sowieso generell nicht in 60 FPS. FPS auf. Es hat am meinen anscheinend, sicher, es soll ein bisschen flüssiger laufen, aber mein anscheinend hat es, bei mir bringt es nichts. Einerseits, da ich meine Videos sowieso auf 720p render und zweitens, die Qualität, die ich beim Render benutze, fällt auch nicht dabei auf. Sicher, jedes Video ruckelt mal, bleibt aber auch nicht aus. Und deswegen ist das ja gar nicht so schlimm. Ich muss so einen Raum machen für die Deep Storage Units. Habe ich da Baumaterial, Bausteine für? 1, 2. Muss mal ein paar von den Stones hier umarbeiten. Oder haben wir da noch welche? Haben wir hier noch welche drin? Ah, wir haben noch welche drin, das ist sauber. Pack ich mal weg, ich will noch. Keine Ahnung. Die nehme ich noch mit. Was produziert der denn? Ach, die Steine, okay. Und hier war Marble. Hier war Marble, genau. Aber ich wollte gerne die Steine, die ich da unten habe, genau die. Ein paar reservemäßig bei mir haben. Noch so, so Säulen, genau, die wollte ich auch noch machen. Aber aus Marble. Beziehungsweise mal gucken, wie es dann aussieht mit Stein. Das weiß ich natürlich noch nicht. Das heißt, wir kümmern uns jetzt so ein bisschen mal ums Graben. Und den müsste ich aufladen, den guten Freund hier. Den anderen muss ich reparieren. Könnt ihn aber mal mit, was war das denn? Diamant und Gold? Goldblock? Gold haben wir immer noch nicht so viel. Und dann muss ich noch mit Spaß umgehen. Ich habe da, wir hatten den einen Tag, wo wir die beiden Festplatten gemacht haben. Das sind 1000, was sind das hier für Festplatten? Die hier, die 1024K Festplatten. Wir hatten knapp 8000 Redstone und ca. 8000 oder 11000 Zerthos Quartz. Und das Redstone ist bei 2K runtergegangen und Zerthos Quartz hatten wir noch 1000 und ich habe. Und die haben gesagt, pass auf, wir haben bald nichts mehr so viel. Und da musste ich wirklich aufpassen. Ich war ja schon drauf und dran, wirklich alles zu leeren. Hat die was drin? Die ist nur eingestellt, okay. Ich würde nämlich gerne die den Excavator damit noch aufbauen. Weil ich auch noch besseres Werkzeug haben will. Das natürlich komplett voll ausgebaut ist. Das heißt, das machen wir mal heil hier, dass die Sounds immer noch hierfür so laut sind, ne? So. Nehmen wir kurz was raus hier. Ja, genau. Jetzt haben wir ein Remaining. Also ein Mod können wir wieder. Aber warum ist die nicht kompatibel damit? Shit. Warum nicht? Warum kann das Ding nicht kompatibel damit sein? Dann nehmen wir Emerald oder so. Ich glaube, Emerald macht 50% mehr Haltbarkeit. Emerald. Zack. Das sollte ja noch gehen. Na wie gut, da muss ich es halt immer reparieren.
du, du.